Freunde, es gibt neue Infos zum LS25 und zwar ein bisschen was zum Spinat, zumindest ein paar Screenshots und so. Mehr ist leider nicht in meine Richtung geflogen. Vielleicht sage ich am Ende dieses Videos nochmal was dazu, was sich tatsächlich für mich als Giants-Partner gerade spontan geändert hat, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Wir haben ein paar Screenshots zum Thema Spinat, da gibt es auch ein paar neue Infos zu. Ich hoffe, du hast Bock auf dieses Mini-Info-Video. Wir werden hier ziemlich schnell durchgehen, das wird gar nicht lange dauern. Falls du den LS25 noch nicht hast, aber dir kaufen möchtest, mach das gerne über die Links in meiner Videobeschreibung. Und wenn ich es nicht vergesse, pinne ich noch irgendwas in den Kommentaren an. Ja, wir haben hier eine Spinat-Erntemaschine auf dem allerersten Screenshot hier zu sehen und auch den erntereifen Spinat, der schön klein aussieht. Was mir direkt hier auffällt, ist gar nicht mal so die Erntemaschine, sondern dass der Spinat irgendwie so voluminös aussieht. Also der Spinat sieht auf diesem Screenshot tatsächlich sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Und im Hintergrund sehen wir irgendwie noch sowas wie eine Pferdekoppel oder so. Egal. Eine ähnliche Spinaterntemaschine habe ich tatsächlich letztens erst in der Doku gesehen. Es ist so, dass in Deutschland eine belgische Firma so quasi dem Wetter hinterherfährt, beziehungsweise dem Erntestatus vom Spinat hinterherfährt. Und Spinat ist im Real Life tatsächlich eine sehr, sehr anstrengende Sache zu ernten, denn es gibt nicht sonderlich viel Zeit zwischen Ernte und das Ding muss schockgefrostet irgendwo im Beutel landen, denn Spinat ist, sobald es erstmal abgeschnitten ist, ist Spinat eine tickende Zeitbombe. So, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal die Erntemaschinen auf Ketten. Ich vermute mal irgendwie 3 bis 4 Meter Arbeitsbreite. Mal gucken, was es da mir im späteren Spielverlauf noch gibt. Dann haben wir hier einmal einen neuen LKW, kann ich jetzt leider nicht erkennen, was es ist. MAN, DAF, Scania, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ein alter Krampe-Trailer, beziehungsweise ein neuer Krampe-Trailer, ein 3-in-1. Wir sehen, dass es hier ähnlich wie beim Zuckerrohr mit einer Überkippfunktion übergekippt wird, der Spinat in den entsprechenden LKWs oder anderen Sachen. Weiter geht's, hier sieht man das nochmal und wir sehen, der LKW ist ein Volvo. Klar, ein Volvo. Volvo ist ja als Marke dazugekommen vor 1,5, 2 Jahren. Ja, ist es ein Volvo. Hätte ich drauf kommen können. Animation, man sieht es jetzt als Standbild, man sieht es nicht als Animation. Kann man natürlich jetzt noch nicht so viel zu sagen, allerdings ich würde es mir sehr, viel, sehr, sehr doll wünschen, dass die Überladeanimation generell etwas schöner gemacht wird beim LS25. Hab da aber ehrlich gesagt nicht ganz so viel Hoffnung. So, dann geht es weiter. Und zwar zurück. Bin ich dumm? Ah, hier. Angesät wird es mit einer ganz normalen Drille. Hier sehen wir, eine 4-Meter-Drille, würde ich sagen. Vielleicht auch eine 3-Meter-Drille hinter einem John Deere. Und dann habe ich noch einen letzten Screenshot für euch. Und zwar, der ist ganz vorne. Und zwar zum Thema Spinat. Hier gibt es ein paar Infos, wenn man die sich rausziehen möchte. Wir haben 23.100 Liter pro Hektar, was wir an Spinat ernten können. Ich weiß nicht, ob das pro Ernte oder insgesamt ist. Da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber 23.000 Liter pro Hektar. Das ist, ich glaube, viel, weiß ich nicht. Der Average-Preis liegt bei 660 Euro. Ich denke mal, dass das bei der mittleren Wirtschaftsstufe der Fall sein wird. 660 Euro ist jetzt erstmal nicht sehr viel. Allerdings, ich denke mal, dass das Volumen das denn nachher ausgleicht, dass man doch sehr viel an Volumen erntet. Wir haben pro Hektar 10 Liter Saatgut, das ist überhaupt nicht viel, das ist gar nicht viel. Ich denke mal, dass das dann mit Precision Farming zusammenhängt. Was ich jetzt fast vermute ist, weil entweder ist das alles deutlich realistischer, was die Saatgutverbräuche angeht, weil Saatgut wird
halt je nach Fruchtart gar nicht so viel verbraucht tatsächlich. Wenn ihr euch mal Sonnenblumen anguckt, das kauft ihr in so kleinen Säckchen, könnte man fast sagen. Und der Verbrauch ist minimal. Also sehr geringer Saatgutverbrauch. Oder Precision Farming ist direkt diesmal ins Spiel integriert, was ich aber nicht glaube, weil ja auch die Europäische Union bei Precision Farming mit drin hängt. Wir haben 3 Monate bis zur Ernte, wenn ich das richtig verstehe. Gepflanzt wird das von März bis April, also März oder im April. Und ernten, das ist jetzt eine Besonderheit, können wir es 2-mal im Jahr. Wenn wir es im März pflanzen, können wir es einmal im Juni ernten, dann ist das geerntet. Und dann können wir es nochmal im September ernten, ohne dass wir es nochmal anpflanzen müssen, weil die Pflanze halt nochmal rausschießt und nochmal wächst. Und dann im Winter, ja, ist das dann halt das Thema durch. Das heißt, wir haben 2 Ernten beim Spinat. Ja, mehr Infos habe ich gar nicht für euch. Ich hätte jetzt mehr Infos rausziehen können. Was sich für mich geändert hat als Giants Partner ist, vorher habe ich das immer 2-3 Tage vorher per E-Mail bekommen, als Download-Link mit PDF und ganz viele Infos. Jetzt wird das, ich hoffe, dass das nicht so bleibt, sondern dass das nur eine aktuelle, spontane Geschichte wegen der Gamescom ist. Und zwar haben wir jetzt einen Partner-Discord-Server. Auf der einen Seite cool, ich kann mich jetzt mit jedem Giants-Partner, der da angemeldet ist, connecten, wenn ich es wollte. Hab einen direkten, schnelleren Draht irgendwie zu Chucky, zu Benny und so, zu den Giants-Moderatoren. Aber irgendwie die Info, also ich muss jetzt quasi täglich reingucken. In Discord. Discord ist ein Ding, was ich nie benutze, um meine Infos zu bekommen. Das ist so eine Sache, die ich nicht so cool finde. Keine 8 Minuten das Video. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ein paar kleine, kurze Einblicke zum Spinat. Wenn dir diese shorten, schnellen Informationen gefallen, hinterlass dem Video gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo für meinen Kanal. Wie gesagt, Alice25, alles irgendwo verlinkt bei mir in den Videobeschreibungen, Kanal und so weiter. Bis dann, danke und ciao.